Hallo Freunde, weiter geht es mit Castlevania Vampire Kiss für das Super Nintendo. Wir hatten den letzten Mal die Stages 1 bis 5 gespielt, wir hatten Annette befreit, wir hatten Maria befreit und jetzt machen wir uns daran, die letzten beiden Stages 6 und 7 zu bewältigen. So, Stage 6. Und das ist definitiv nicht meine Lieblingsstage. So. Weil im Grunde ist es für mich die wirklich schwerste Stage. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, dieser Vögel oder Raben, die sind extrem nervig in den Level. Einfach durch. Komm. Und dann gibt es gleich noch eine bestimmte Stelle, aber wenn wir soweit sind, dann sehen wir halt weiter. Also die Stage muss man auf jeden Fall ziemlich oft spielen. Wenn man auch teilweise wirklich einen guten Run braucht. Und der... verdammt. Der Endgegner ist jetzt auch nicht gerade easy. Oh, ich hasse diese Drachenköpfe. Da oben ist schon wieder einer von diesen Vögeln. Das Problem... Na, sehr schön. Das Problem ist, die können einen direkt wieder runternocken. Da ist er. Ach, komm weg. So. Das ist hier auch eine doofe Stelle. Wenn man keine Axt hat oder so, dann muss man halt sehr viel Zeit hier einplanen. Komm her. Okay, weiter geht's. So, hier gibt es einen kleinen Trick an der Stelle. Aber wenn man jetzt geradeaus durchläuft, kriegt man Lebensenergie. Ansonsten einfach einen Doppelsprung, wie jetzt hier. Hat sogar mit dem ersten Versuch geklappt. Fertig. Weil die Lebensenergie lohnt eigentlich nicht wirklich, weil auf dem Weg dahin kommen nochmal zwei Raben. Und dann kann man wieder so viel Lebensenergie verlieren, dass sich das überhaupt gar nicht rentiert. Deswegen einfach durch. Und hier in der Sektion ist der Doppelsprung sowieso sehr, sehr praktisch. So. Na, der Ritter da oben, der ist ziemlich böse platziert. Und hier diese Fledermäuse, die hasse ich auf den Tod. So, und hier gibt es auch nur eine Möglichkeit. Genau so weit genug weg sein, hochspringen und schlagen. Und hier ist ganz wichtig, was man in der Luft oben hält. Ansonsten fällt man durch die Treppe eben nicht durch. Weg ist er. So, jetzt müssen wir nur noch bis nach oben kommen, ohne drauf zu gehen. So, das ist halt hier nervig, diese ganzen Fledermäuse. Nein, ich wollte einen Doppelsprung machen. Na egal, ich... Scheiß Fledermäuse, ey. Er hätte der Doppelsprung mal gepasst. Egal. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir den Level mit dem ersten Versuch schaffen. Ich hasse diesen Ritter. Der geht genau so weit weg, was ich ihn nicht treffen kann. So, jetzt aber. Perfekt. Boomerang nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Und hoch. So. Ja, da ist wieder unser Freund da oben. Ha, so, perfekt. Da oben drücken im richtigen Moment. Zurück. Ach, ich hätte noch weiter zurückgehen müssen, verdammt. Ja, der Maus. Ja, platt. Man hat auch keine Ruhe vor diesen Fledermäusen. Es kommen andauernd nur diese verdammten Fledermäuse. So, und jetzt aber springen und ab. Wunderbar. Da ist auch wichtig, wenn man da getroffen wird und durch. Dass man auch wieder nach oben drückt. So, und jetzt kommen wir schon zu der schwersten Stelle im ganzen Spiel. Also zumindest für mich. Und zwar diese Zahnräder. Weil wenn man auf die Zahnräder drauf springt. Oh, verdammt. Dann bleibt man so eine
eine halbe Sekunde oder Millisekunde in der geduckten Form und wenn man zu weit drauf springt, fällt man automatisch runter. Boah, ich bin immer froh, wenn ich diese Stelle schaffe. Und ja, schön. Und da auch mit einem Doppelsprung drüber. So, und dann sind wir auch schon in der letzten Etappe. Halt typisch Castlevania-Uhrenturm mit ganz viel Medusas. Und hier ist der Doppelsprung auch extrem hilfreich, um so schnell wie möglich durch die Sektion durchzukommen. Ah, warte mal lieber. Okay. Okay, und durch. Zack, zack, zack. Fertig. Hoch. So, jetzt müssen wir das timen. Lebensenergie ist immer gut. Sehr schön. Rüber. Okay. So. Na, ist nicht schlimm. Wir brauchen nur noch auf das eine Rad drauf springen. Ja, dann sind wir schon durch. So, da sind wir auch schon vorm Endgegner. Der Endgegner, das ist der Tod. Es gibt aber hier einen alternativen Endgegner. Und zwar, ich glaube, wenn man nur Maria befreit, dann kämpft man hier nicht gegen Tod, sondern gegen Camilla. Aber ich meine, der Kampf gegen Camilla ist sogar einfacher als gegen den Tod. Weil das Miese ist, und mit der Axt ist sowieso einfach, aber das Miese ist halt, wenn der einen trifft, dann wird man so automatisch verlangsamt. Und das ist extrem, ja, doof, weil die ganzen Sicheln hier noch erscheinen. Das ist halt wie auf dem NES der Tod, aber nicht ganz so nervig. Achso, und kriegt, kann man hier mehr als vier Treffer kassieren. Hau ab. Wo ist er? Sehr schön. Weg damit. Komm, wir haben ihn. Gleich. Ja. Jetzt kommt die zweite Form. Und die ist eigentlich ziemlich easy. Nur nicht runterfallen, das ist das Problem. Na, wenn er dieses Ding macht. Entweder ich muss von vornherein weglaufen. So. Nochmal. So, wo ist er? Diesmal sind wir cleverer. Denke ich mal. Wo bleibt der Kerl? Ha? Hey, Milky! Was machst du da? Meine Katze jagte Fliege. So, komm. Einfach drauf. Überleben wir. Komm, stirb. Oh, das war jetzt wirklich gut. Dass ich den Item Crash gemacht habe. Und da haben wir ihn. So. Das war schon die schlimmste Stage. Kommen wir zur allerletzten Stage. Und was ich cool finde, man kommt von den einen Turm hoch in den anderen. Warum auch immer. Plötzlich ist man da oben. Und die Stage, die ist auch gar nicht so schwer und so lang. Also der Kampf gegen Dracula ist um einiges böser. So. Es sind, glaube ich, auch nur zwei Stellen, die auch nervig sind. Gut, dass wir hier die Axt haben. Hey, Milky! Finde ich einmal gut, dass du hier bist. Bitte erlaub mir jetzt nicht von dem Bildschirm. Axt hoch. Und zack. Hey, Milky! Axt. Axt. So, jetzt ist sie auf den Kratzbaum gegangen. Ich hoffe, da bleibt sie jetzt. So. Sieht schon mal sehr gut aus.
Ah, diese. Na, hätte ich eine Axt hochwerfen müssen. Weg ist er. Okay. So. Die Sektion, die ist eigentlich. Ich wollte gerade sagen, nicht ganz so frustig, aber sie kann extrem nervig sein. Besonders wenn man runterfällt. Und hoch. Und weg. Okay. Weiter. So, und jetzt sind wir schon an der schlimmsten Stelle im ganzen Level. Und zwar oben in der Kerze. Da ist eine Unverwundbarkeit drin und die braucht man und da muss man so einen ganz, ganz tricky Sprung machen, weil ansonsten fällt man immer runter, wenn man getroffen wird von den Medusas und man kann die Sektion nochmal von vorne machen und das ist extrem nervig. Was ist denn hier? Wusste ich gar nicht mehr, was an extra Wasser was versteckt ist. Oh, ein Leben. Leben ist, oh, Leben ist sehr gut. Okay. So wenig Lebensenergie, dann kriegen die jetzt nicht mehr aufgefüllt vor Dracula, glaube ich. So, jetzt müssen wir hier diesen tricky Sprung machen. Ja, wenn wir die Unverwundbarkeit haben, kann man einfach durchlaufen. Ansonsten steht man nämlich auf der Plattform und muss dann gleichzeitig gegen die Medusas kämpfen. Oh, nee, wollen wir nicht. Wir wollen behalten die Axt für Dracula. Axt finde ich am besten. Muss man halt gegen die Medusas kämpfen und noch gegen diesen Ritter. Das ist... nervig. Okay. Dracula. Ich habe das schon vorher gesagt, der Kampf gegen Dracula ist wirklich kein Zuckerschlecken. Weil das Problem ist hier, man kämpft die ganze Zeit auf diesen Plattformen. Wenn man getroffen wird, wird man so leicht runtergeworfen, dass man sofort kaputt ist. Es gibt da einen kleinen Trick, bevor man getroffen wird, da ist Lebensenergie. Die nehmen wir jetzt. Eigentlich brauche ich die für die zweite Form, aber... Scheiße ist das. So. Also man kann noch, wenn man getroffen wird, wenn man rechtzeitig vorher nach unten drückt, dann wird man nicht runtergeworfen. Ansonsten ist meine Strategie, ich bleibe hier auf dieser mittleren Plattform. Und greife ihn dann nur mit der Axt an. Es gibt noch eine Möglichkeit, ihn mit der Peitsche zu treffen. Aber das ist... sehr, sehr schwierig. Na gut, man kann an der Stelle und man kann, glaube ich, sogar zwei Äxte werfen. Ja. Ich hasse diese Dinger, weil das ist nämlich ein Problem bei meiner Strategie, wenn ich unten auf dieser Plattform jetzt bleibe die ganze Zeit und er macht von außerhalb des Bildschirms diese rollenden Räder, kann ich nichts gegen machen. Wenn ich rüberspringe, das funktioniert nicht. Dann müsste ich auf eine höhere Plattform springen, aber das zu timen ist extrem schwierig, besonders weil man das auch nicht sieht und die Abstände sind genau so von diesen verdammten Projektilen, dass man automatisch runtergehauen wird. So, aber wir haben ihn gleich. Wir haben verdammt wenig Lebensenergie für die zweite Form. Wo ist er? Na, das ist halt ein bisschen nervig, man muss ein bisschen länger warten. Jetzt kommt schon her. Er scheint auf der Plattform. Oh. Ich glaube, dieser Endkampf ist länger als die letzten Level zusammen, ey. Ja. So, und wenn wir ihn soweit haben, ist es am besten, genau auf dieser Plattform ihn zu treffen, was er sich da verwandelt, weil die zweite Form, die ist richtig mies. Habe ich da gemacht. Naja. Wir waren auf jeden Fall bei der zweiten Form. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem an der ganzen Geschichte. Und zwar das Rostbeef, das da hinten ist, auf der linken Seite. Wenn Dracula auf dieser Plattform erscheint, kann ich keine Äxte werfen. Ansonsten ist das Rostbeef weg. Und das Rostbeef habe ich gerne für die zweite Form. Ja, da jetzt beispielsweise kann ich ihn jetzt nicht angreifen. So müssen wir jetzt warten, bis er
den drei Plattformen erscheint. Ich glaube, hier geht's auch noch. Nee. Man kann nicht rechtzeitig reagieren, wenn er das macht. Das ist so nervig. Puh. Ja, das Doofe ist, wenn man Game Over ist, dann kann man den ganzen Level nochmal spielen. Ich glaube, wir haben noch ein Leben, ein oder zwei Leben. So. Puh. Axt. Zwei Stück. Ja, das ist gut. So, wo bist du? Ja. Einmal hoch. Ja. Also, wenn er nicht diese rollenden Räder macht, dann kann ich ihn von der Plattform halt treffen mit einem Schlag. Aber man weiß nicht halt, was er macht. Das ist das Problem an der Geschichte. Da muss man extrem aufpassen. So. Zwei Äxte. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man mit drei treffen könnte. Ich werfe immer vorsichtshalber zwei, weil für die zweite Form brauche ich definitiv ganz viele Äxte, weil der mit der Axt viel einfacher zu treffen ist, und mit der Axt kann ich die Feuerbälle, die er dann nämlich schießt, nämlich auch platt machen. Weil diese Feuerbälle, die sind verdammt schwierig auszuweichen. Da können wir ihn nicht angreifen. Komm. Ja, sehr schön. Ich hatte jetzt definitiv letzte Mal das allererste Castlevania fürs NES noch durchgespielt. Und ich bin ganz ehrlich, der Kampf gegen Dracula am Ende, der ist auch extrem mies. Selbst mit dem heiligen Wasser, weil, ja, da kann ich nichts machen. Da lieber statt springen einfach den Treffer kassieren. Deswegen haben wir das Rostbeef jetzt noch da liegen. Mal schlagen oder wegspringen? Wegspringen, was heißt das? Puh. Okay, wir haben ihn. Auch ein Treffer. Jetzt warten wir darauf, dass wir ihn auf der Plattform wieder bekommen. Nein. Ah, gut. Ist nicht gerade drauf gegangen. Nein. Nein. Weil dahin ist meine Safe Zone. Komm, erscheinen auf die Plattform. Ein Leben. Zwei Leben haben wir noch. Okay. Wo bist du? Komm. Jetzt komm, erscheinen auf dieser verdammten Plattform. Gott sei Dank sind diese Flammen nicht zielsuchend. Das gibt's doch gar nicht. Es erscheint doch endlich auf dieser verdammten Plattform. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Leute diesen Endkampf einfach hassen. Er dauert sehr lange. So, jetzt aber. Okay. Äxte rein. Äxte rein und so weit wie möglich weg. Da sind nämlich diese Feuerbälle. Die kann ich mit den Äxten platt machen. Aber das ist verdammt schwer zu timen, die so zu werfen, dass man diese Feuerbälle trifft. Ja, so. Deswegen stehe ich jetzt hier unten an, weil da kann ich wenigstens nicht runterfallen, wenn er mich trifft. Komm. Äxte. Ja, komm. Komm, wir haben ihn gleich. Komm. Nein, noch ein Treffer. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Gott sei Dank.
habe ich hier nach unten gedrückt. Das ist ja schlimmer, wenn man ihn besiegt hat, kann man einfach nur runterfallen. Okay, ganz vorsichtig jetzt. Boah. Hart. Das Gute ist, wir haben das gute Ende. Wir haben ja Annette und Maria befreit. Und das ist das gute Ende. Dieser Screen. Das war's. Oh mein Gott. Ja, das war Castlevania Vampire Kiss oder auch Dracula X oder auch Dracula XX für das Super Nintendo. Für mich persönlich ist es ein ganz besonderes Spiel, weil ich ganz viel Nostalgie für dieses Spiel habe, weil ich es als Kind rauf und runter gespielt habe, weil ich ja keine Möglichkeit hatte, rund nur auf Platz zu spielen. War das halt meine einzige Möglichkeit. Und ich liebe es noch heute. Auch wenn es ein bisschen frustig ist. Ja, Rondo of Blood habe ich mir auch schon überlegt, ob wir das auch vielleicht mal spielen. Aber bei Rondo of Blood, es ist sehr aufwendig, weil es ganz viele andere gibt. Ganz viele Level. Dann müssten wir das wahrscheinlich öfter durchspielen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, was haltet ihr von Castlevania Vampire Kiss? Habt ihr es durchgespielt? Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Titel? Welche anderen Castlevania-Titel meint ihr? Sollten wir auf jeden Fall für den Kanal spielen? Schreibt es in die Kommentare und in der Zwischenzeit bedanke ich mich, dass ihr in der Fabrik Gottheit angeschaut habt. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hasse Dracula, habe ich doch schon mal gesagt. Ey, ich krieg eine Krise bei dem Kerl. Man muss ja nur rechtzeitig drücken. Wie soll ich denn rechtzeitig drücken, wenn ich noch nicht mal darauf reagieren kann? Das regt mich auf, ey. Weiter geht's.